Oh! Wer von euch war schon mal im Getränkemarkt? Getränkemarkt? Kennt einer Getränkemarkt? Leiter, ja, du bist, muss man auch was kaufen. Werde wohl schnell zum Getränkemarkt laufen. Ich ziehe mich um, ich sprinte los. Ich bin ein Fuchs, denn mein Durst ist groß. Unterwegs treffe ich viele Leute und davor den Mann. Aber die Hip-Hop-Hand! Wo ist die Hip-Hop-Hand? Die Hip-Hop-Hand! Alle! Sonst ist alles weg und ich stürze rein. Das ist Boss-Up, das ist Boss-Up. Ab durch die Menge bin sofort drin, weil ich alle wegdränge. Man betrachtet sich von oben bis unten. Der Wettlauf beginnt und ich muss mich prüfen. Gott sei Dank weiß ich alles besser. Der erste Blick fällt direkt auf die Fächer. Doch die Konkurrenz hat sie auch entdeckt. 3,99 Mann, die Hände! Eskalation im Getränkemarkt. Die Menge prügelt sich und das Bier verdammt. Alle rennen vor Platz herum und jeder hier aus demselben Grund. Alle! Eskalation im Getränkemarkt. Die Menge prügelt sich und das Bier verdammt. Jeder rennt hier vor Platz herum und alle hier aus demselben Grund. 1 plus 2 oder 3 oder mehr. Mein Durst, der ruft und es schmerzt mich sehr. So viel Liter in 2 Tagen, ey, da muss ich aber erstmal meine Leber fragen. Ich hole mir nen Wagen und packe ein. 18 Fässer krieg ich rein. Das reicht dann wohl. Schnell zur Kasse, keiner vor mir, ist das klasse. Völlig fertig pack ich alles aufs Band. Die Kassiererin ist ein Elefant. Sie schaut mich an, wer soll das denn trinken? Ey, heute saufen bis zum Abwinken. 72 Euro zück ich aus der Tasche. Für so viel Bier, ziemlich wenig Asche. Ich dreh mich nochmal um und ich staune sehr. Der Getränkemarkt ist völlig leer. Komm. Jetzt geht's ab! Schwein! 30 Sekunden völlige Ekstase! Was sind wir im Getränkemarkt? Und dann wollen wir ein. Osterhaft! Abgehen! Osterhaft! Die Menge prügelt sich und das Bier verdammt.